Black Adam startet heute in den deutschen Kinos, der 11. Film im Extended Universe von DC, diesen Superheldenfilmen von DC. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet Dwayne The Rock Johnson angeblich schon daran. Ich habe sogar gehört, 15 und 20, also seit vielen, vielen Jahren, sowohl vor der Kamera als Schauspieler Black Adam, als die Figur, als auch mit seiner Produktionsfirma 7Bucks. Die Figur Black Adam gibt's aber schon seit den 40ern und vor allem wird eine ganz andere Gruppierung in diesem Film vorgestellt, nämlich die Justice Society of America. Lenny, wir durften den Film schon sehen, gestern. Werden unsere Meinung dazu sagen, ohne was zu spoilern. Du hast mir ja gestern schon verraten, du bist eigentlich ein kleiner Fanboy von Dr. Fate. Ist das, ja, kann man das so sagen? Das kann man durchaus so sagen. Dann freuen wir uns heute darauf, zu erfahren, wie du den Film fandest. Heute geht es um die Fragen, worum geht's überhaupt in Black Adam? Ist das ein weiterer nerviger The Rock-Film im Dschungel? Und zählt Black Adam jetzt zu den besseren oder zu den schlechteren Filmen im DCEU, wie man so schön sagt? Und damit ein herzliches Willkommen hier auf Cinema Strikes Back. DCEU. Worum geht's? Soll ich einfach mal die Handlung erstmal anreißen, Lenny? Ich kann es nicht mehr zusammenbringen. Weil es zu wirr ist. Absolut. Also, ja. Also, vor 5000 Jahren gab es einen ganz besonderen Sklaven in der fiktiven Zivilisation Khandak. Ist quasi Ägypten. Auf jeden Fall irgendwas im Mittleren Osten. Natürlich auch mit diesem gelblichen Color Grading, diesem Wüstenfilter, der von Hollywood auf alles gelegt wird, was da spielt. Es gibt einen Rat der Zauberer, Shazam, Stichwort, und die verleihen diesem Sklaven Superkräfte und der rebelliert gegen die Sklavenhalter, wird aber sofort wieder eingesperrt und in der Gegenwart aufgeweckt. Und da sind wir ganz am Anfang des Films. Er wird aufgeweckt von einer Mutter und ihrem Teenager-Sohn. Ist alles sehr Terminator 2, diese Konstellation mit Mutter, Teenager-Sohn, der versucht, dieser wortkargen Killermaschine coole Sprüche beizubringen und so. Ansonsten erinnert mich das an einen Abenteuerfilm aus den 80ern und 90ern. Kannst du das nachvollziehen oder hast du den ganz anders wahrgenommen, den Film? Nee, am Anfang halt schon. Also da hat das schon so Indiana Jones-Vibes, wenn man halt irgendwie so auf Schatzsuche geht. Und dann wird es halt schnell ein Action-Spektakel, eine Superheldengeschichte und alles drum und dran. Also es war sehr viel auf einmal. Klingt ja aber auch erstmal sehr gut. Eigentlich also, schon, ne? Also viel Action, super Unterhaltung, das will man doch eigentlich haben. Eigentlich schon. Also das Tempo ist ja extrem hoch, die Zahl der Action-Szenen ist immens. Es ist eine wahre Flut an Action-Szenen. Die Schnittfrequenz ist rasant. So ein Soundeffekt an den anderen wird angereiht. Vor allem dieselben Powerdowns immer. Dieses, das hört man wirklich oft. Die Gefühlswechsel sind ebenfalls genauso abrupt. Wir wechseln von trauriger zu Action-Szene in einem Tempo, das man selten so auf der Leinwand zu sehen bekommt, wie ich finde. Ich finde nur, es ist ein schmaler Grat zwischen dynamisch und hektisch. Aber lass uns doch mal zum Star der Show kommen, zum Star des Films. The Rock, er hat gesagt, ich lese vor, die Hierarchie der Macht wird sich im DCEU verändern. Lenny, was heißt das? Hat sich diese Machthierarchie bei DC verändert mit Black Adam? Ich weiß nicht, was er uns damit sagen wollte, The Rock. Also beim besten Willen irgendwas Kryptisches anscheinend, denn ich habe in dem Film keine Machtverschiebung gemerkt. Also wirklich nicht. Black Adam, den The Rock hier verkörpert, The Rock macht das eigentlich finde ich sogar sehr gut. Also der stört eigentlich gar nicht. Also das hätte mich am Anfang auch verwundert, so ach, wieder ein The Rock-Film, oh, wieder belanglos. Aber der Typ, der muss halt auch nicht viel machen. Ne? Also er muss halt einfach nur darstellen. Natur, richtig, ja. er muss einfach nur muskulös aussehen, was er immer tut. Ja. Und auch griesgrimmig reinschauen und das war's so. Ne? Und das macht er. Mich hat es ebenfalls überrascht. Für mich ist eigentlich jeder Film mit The Rock ist immer dasselbe, weil für mich ist dann immer The Rock das größte Problem, weil er eben auch immer nur The Rock spielt. Man kann dem Film, finde ich, durchaus vorwerfen, dass The Rock fast schon zu groß ist für diesen Film und diese Aufmerksamkeit von Black Adam weglenkt und auf sich lenkt, obwohl er ja eine ganz große Liebe für diese Figur hat. Aber ich muss auch sagen, für mich war The Rock wirklich das geringste Problem dieses Films. Er spielt mal wieder eine Rolle, es ist mal wieder eine Figur, auch es wenn er die todernst spielt. Hast du The Rock auch genauso wirklich empfunden in Black Adam? Ich hab ihn nicht unbedingt so als dieses, ja, er spielt eine Rolle so gut. Er ist ja einfach griesgrämig und guckt böse rein und
Ja. Aber mit sieht Macht muskulös aus und ja, das hat's für mich getan. Mit Machthierarchie meinte er ja eigentlich, dass er quasi, also Black Adam soll ja sowas wie eine ganz, ganz große Figur im DC-Universum werden. Hat ja mal begonnen als ganz großer Bösewicht. So in den letzten Jahrzehnten ist das mehr so in die Richtung Anti-Held gedrückt worden von DC. Wie empfindest du Black Adam? Ist das für dich mehr ein Bösewicht, ein Anti-Held oder wie siehst du das? Also es wird in dem Film ja sehr plakativ oft gesagt, so dieses, es gibt hier kein Gut, kein Böse, der macht irgendwas dazwischen drin. Also es ist ja eben so ein Anti-Held, der ja jenseits der Grenzen von Gut und Böse agiert. Aber es wird einem so draufgedrückt, wirklich. Ja. Also ich verstehe seine Beweggründe stellenweise nicht, halt weil die Story einfach so wirr ist, dass man sich fragt, okay, was sind jetzt so wirklich seine Beweggründe? Warum ist er jetzt die ganze Zeit so griesgrämig und verhaut alle und tötet alle? Dabei werden ja eigentlich interessante Fragen gestellt und ein paar Fässer aufgemacht, die ich wirklich spannend finde. Darf man seine Feinde töten? Muss jemand wie Black Adam im Team arbeiten und wozu? Wie wehrt man sich gegen Unterdrückung? Das sind ja alles eigentlich hochinteressante Themen, die hier angerissen werden. Total, aber wenn es halt nicht organisch funktioniert, dann ist es halt ein Problem, weil es wirkt halt wirklich so erzwungen. Also wirklich diese Dialoge sind halt so draufgedrückt. Okay, wir müssen jetzt unbedingt darüber reden, was eigentlich gut ist, was eigentlich schlecht ist und wie man im Team arbeitet. Und das fühlt sich einfach draufgedrückt und erzwungen an. Lass uns doch dann ganz genau in dieses Thema Dialoge reingehen, weil das ist für mich ein ganz großer Punkt an diesem Film. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast. Für mich war es wirklich entlarvend, auf welche Weise der Film mit seinem Publikum umgeht, weil meiner Meinung nach wird dem Zuschauer oder der Zuschauerin wirklich nicht mal der simpelste Gedanke zugetraut. Also alles muss ausgesprochen und erklärt werden. Wenn Figur A irgendetwas passiert, dann muss Figur B sagen, oh, dir ist gerade das und das passiert. Also nur mal so als Beispiel, es gibt einen Moment, und das ist kein Spoiler, es gibt einen Moment, da sagt eine Figur, er ist jetzt unter Wasser, er kann nicht sprechen. Also das, ich saß da wirklich nach mir, also danke, so das weiß ich, dass man unter Wasser nicht so richtig sprechen kann, das braucht ihr mir nicht zu erklären, aber so alles wird erst gezeigt und dann nochmal von einer Figur erklärt. Ich fand das wahnsinnig ermüdend, mich hat das wirklich angepisst, weil das keine natürlichen Dialoge waren. Ich frag dich, A, hast du das genauso empfunden und B, was war für dich der dümmste Dialog im Film? Also ich finde, es war auch sehr exzessiv im Einsatz. Also es war durchgehend irgendwie dieses, es wird nochmal alles erklärt. Vor allem, weil halt diese Story wirklich wirr ist und wieder auch irgendwie versucht wird, größer aufzubauen, als sie eigentlich ist. Ja. Und für mich war eigentlich so dieser dümmste Dialog halt wirklich diese Comic-Relief-Sachen so drin. Es gab halt ein paar One-Liner. Richtig, die One-Liner. Die waren wirklich, also ja. Weil wirklich, es gibt in diesem Film Figuren, die nur dafür herhalten. Und du weißt, die sind nur da drin, um Comic Relief zu sein und die haben keinen Mehrwert. Die bringen wirklich nichts für die Handlung bei. Kommen wir doch mal zu diesen Figuren, zur Justice Society of America. Meiner Meinung nach wird die, also eigentlich ein großes Thema in den Comics. Hier werden sie wirklich, das muss man wissen, sie werden hier hineingeworfen. Also man verschwendet überhaupt keine Zeit, man denkt gar nicht daran, diese Figuren in irgendeiner Form einzuführen. Also es ist wirklich, zack, hier sind sie, diese vier Figuren, die die Justice Society of America ausmachen. Und das ist super interessant, weil alles andere wird total erklärt und dann sind die plötzlich da. Einfach so. Und ich weiß nicht, also mich hat das so ein bisschen an Marvel Phase 1 bis 3 zurückerinnert, aber auf eine gegenteilige Art. Ich meine, jeder, der damals bereits im Kino war und Marvel verfolgt hat, war ja eigentlich, es war ja mal so, dass dann Iron Man erschien und dann kam irgendwann Captain America und Black Widow und Black Widow nicht, aber dann kamen halt diese Einzelfilme zu diesen einzelnen Superhelden und Heldinnen. Und dann wurden sie mit Avengers einmal zusammengeworfen und man war total geflasht. Boah, krass, all diese Einzelfilme, die ich gesehen habe, die sieht man jetzt zusammen in dieser Superhelden-Konstellation, Crossover-Geschichte, wie in den Comics. Hier ist es, erinnert es mich so daran, also normalerweise hätte man doch diese Figuren in Einzelfilmen vorstellen müssen, in irgendeiner Form, weil sie werden wirklich einfach zusammengeworfen. Das ist so, als hätte Marvel nicht mit Iron Man angefangen, sondern sofort Avengers gedroppt. Und ich finde das wirklich ich finde, es ist ein Versäumnis. Also ich finde, 50% der Justice Society braucht der Film eh nicht. Vor allem, weil sie nur aus 4 Leuten besteht. Ja, absolut. Und ich finde, das tut dem Film einfach nicht gut. Klar sieht man eine Actionszene nach der anderen. Es geht wirklich die ganze Zeit auf die Fresse. Und mein Sinn für Spektakel ist total beglückt, weil ich mir halt denke, okay, gut, das macht schon Spaß, hier eine Actionszene nach der anderen zu erleben. Aber gleichzeitig sagt so ein Teil in mir,
im Prinzip ist es dir auch völlig egal, wer hier stirbt und wer nicht. Und das ist ja gerade schade, weil es, also ich habe die Vermutung, dass DC hier zu sehr irgendwie auf Comic-Background setzt. Ich meine, du bist Dr. Fate-Fan, ist das, kann man das so sagen? Ja. Wie hast du das denn wahrgenommen? Also ich finde, es stecken ja hier irgendwie so zwei Filme eigentlich drin. Einmal diese irre komplexe Origin-Story von Black Adam und dann diese Justice Society of America-Geschichte, die einfach reingeworfen wird. Und da habe ich mich gefragt, ja, hat man hier irgendwie zu wenig Vertrauen in Black Adam gehabt, dass man gedacht hat, okay, da muss noch mehr irgendwie kommen und wirft dann noch die Justice Society of America rein, die aber dann halt eben keinen Fokus so richtig bekommt, aber irgendwie das Ganze nochmal den Rahmen der Figuren, den Rahmen dem, yo, was eigentlich abgeht auf der Leinwand, sprengt. Ja. Und um nochmal auf Dr. Fate zurückzukommen, ich liebe Dr. Fate wirklich und viele, denke ich, werden in diesen Film reingehen und sagen, ey, ist das nicht ein Doctor Strange abklatscht? Der macht doch genau das Gleiche, das ist ein Zauberer und der hat eigentlich so ziemlich die gleichen Fähigkeiten auch. Aber Dr. Fate ist auch aus den 40ern und hat auch eine sehr interessante Origin-Story, wurde von der Gottheit Naboo ja, großgezogen und hat da eben auch eben magische Kräfte erlernt. Und man hat jetzt hier anscheinend eine, mit Kent Nelson eine andere Origin-Story gewählt, weil, ja, irgendwie auch eine modernere. Und ich finde, er bekommt ja auch wirklich, also ich finde Pierce Brosnan super, eigentlich am besten sogar in dem Film noch, weil er eine emotionale Komponente mit reinbringt, die ich irgendwo fühlen kann. Aber das geht halt auch alles super schnell. Also es passiert so viel mit dieser Figur in diesem Film, dass man da wenig Zeit hat, um da emotional attached zu sein. Absolut. Ja, es fühlt sich für mich auch an, als würde da der rote Faden fehlen oder so eine genau abgesteckte Idee. Hier wurde sehr, sehr vieles auf einmal reingedrückt. Und ich will hier auch gar kein DC-Bashing betreiben. Vieles, was ich an diesem Film kritisiere, habe ich in Phase 4 auch schon den aktuellsten Marvel-Filmen durchaus angekreidet. Ich empfehle dennoch, also ich glaube, es ist schon von Vorteil, wenn man sich ein bisschen mit den Comicfiguren auch beschäftigt vorab. Dann genießt man, glaube ich, den Film mehr. Deswegen abonniert auch Cinema Strikes Back, weil wir machen hin und wieder Videos zur Welt von DC, aber bin ansonsten halt komplett bei dir. Also ich habe oft das Gefühl, dass dieser Film in seinen emotionalen Szenen mehr Luft zum Atmen gebraucht hätte, um diese Handlung in irgendeiner Form sacken zu lassen. Es ist sehr hektisch und das spiegelt sich meiner Meinung nach auch in der Inszenierung wieder. Ich finde es sogar witzig, dass an einem Punkt wirklich es wird komplett auf Pläne geschmiedet, es wird sofort drauf geboxt, es ist ein einziges Action-Massaker. Schade finde ich nur, dass man in der Inszenierung ein bisschen unkreativ war, weil im Endeffekt ist es ein Slow-Mo-Effekt nach dem anderen. Ich kann mich da nur anschließen. Also ich glaube, der Film wäre eine gute halbe, ja, das ist jetzt übertrieben, aber er wäre bestimmt ordentlich kürzer, wenn man die ganzen Slow-Mo-Effekte rausgenommen hätte, weil also, in fast jeder, also wirklich für die unnötigsten Szenen werden Slow-Mos verwendet. Ja. Nee, wirklich, also wenn die Zeitlupen in normaler Geschwindigkeit wären, ich glaube auch, der Film wäre halb so lang. Ganz ehrlich. Also das ist, also vor allem frage ich mich da, okay, ist das nicht eigentlich so das Ding von The Flash, dass man so viele Slow-Mos hat und irgendwie wirkt es dann eben auch so uninspiriert in der Inszenierung. Man weiß nicht wirklich, gut, wie gehen wir an Black Adam heran? Okay, nehmen wir ein paar Slow-Mos und sonst irgendwie ein paar Explosionen überall, ein bisschen Gewalt. Aber die Gewalt war ja auch, ich habe heute noch gelesen, der war ja eigentlich auch als für eine höhere Altersfreigabe eigentlich geplant und der wurde dann ordentlich gecuttet. Ja. Und ich finde, das merkt man auch. Das merkt man, definitiv. Und zum Beispiel an einer Szene, wo es auch wieder eine Slow-Mo gab, wo Black Adam ein bisschen rumfliegt, ein paar Soldaten fertig macht und er steckt einem Soldaten eine Granate in den Mund. Und wenn man da jetzt, glaube ich, auf ordentlich Gewalt gesetzt hätte, hätte man die in den Mund explodieren lassen und das dann schön gezeigt. Aber man zeigt dann halt, wie er sie rausnimmt und oh nein, und dann gibt es eine Explosion von Weitem. Also man merkt schon, dass hier, ja doch, PG-13 leider noch die Überhand hat. Ja. Dabei war ich mit dem Regisseur Jaume Collet-Serra sehr, ich war sehr neugierig, weil er hat Orphan zum Beispiel gemacht oder The Shallows und auch zuletzt den Film Jungle Cruise, auch schon mit The Rock und Emily Blunt. Und da muss ich ehrlich sagen, ich hatte, das ist so ein bisschen Guilty Pleasure von mir, ich hatte bei Jungle Cruise wirklich die größte Grütze überhaupt erwartet und war dann doch ganz angetan, wie unglaublich schmerzfrei der Film war und unterhaltsam. Hast du einen seiner Filme gesehen vorab? Ich habe Jungle Cruise gesehen und ich fand ihn sehr schmerzvoll. Ja, tatsächlich, ich fand ihn so schlimm. Ich fand ihn wirklich, ich fand den, das hat mir wehgetan, Also wirklich einfach nochmal so eine Attraktion von Disney, versucht diese Pirates of the Caribbean nochmal nachzumachen. Ja. Ich kann verstehen, wenn man das gut findet, als Abenteuerfilm da reingeht, aber nee, also das war für mich wirklich The Rock im Dschungel und ja, natürlich, zum 17. Mal. Aber Emily Blunt war super. Auf jeden Fall. Wie fandest du denn das, die Computereffekte, das CGI hier in Black Adam? Erschreckend schlecht.
Also wirklich, man hat an so vielen Stellen gesehen, dass es am Greenscreen entstanden ist, weil man noch irgendwie so ein paar Schattierungen noch gesehen hat. Und an sich war es halt einfach wirklich überladen. Mhm. Überladen, 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 wo halt wirklich nichts mehr echt ist. Und ich finde, dann sieht es halt wirklich besonders schrecklich aus. Mich hat es stellenweise an die Kinofassung von Justice League erinnert. Und das ist das Schlimmste, was man über einen Film, glaube ich, sagen kann. Ich glaube auch. Also es ist, wir haben auch wieder riesige CGI-Kämpfe in menschenleeren Metropolen, als hätte man nichts aus Batman wie Superman und Man of Steel gelernt. Ja, deswegen fühlt sich das für mich oft wie ein Superhelden-Rückschritt an. Lenny, was ist denn dein Fazit jetzt letzten Endes? Je mehr ich jetzt darüber nachdenke und hier auch nachdem wir darüber gesprochen haben, fange ich jetzt einfach erstmal kurz an mit dem, was ich dir gesagt habe, nachdem wir diesen Film geguckt haben. Direkt habe ich dir gesagt, was ist das für ein großer Haufen Schwachsinn? Ja, also, das waren deine Worte, ja. Ich habe keine Ahnung, was DC eigentlich aktuell denkt. DC steht für mich auch gefühlt jetzt für Don't Care. Wir, ja. Wir machen uns keine Gedanken darüber, was eigentlich zusammenhängt, was für sich alleine steht. Wobei der CEO, der neue David Zaslav, heißt, der ja einen 10-Jahres-Plan ausgearbeitet hat. Spürt man noch nicht. Den fühlt man noch nicht. Den spürt man überhaupt nicht. Und auch die Figuren waren für mich echt, echt schrecklich. Also Cyclone und auch hier Atom Smasher, die wirken halt einfach in diese Justice Society reingeworfen und auch einfach nochmal, yo, wir brauchen noch mehr Mitglieder. Und da gibt es sogar eine Liebesbeziehung, die sich so ein bisschen anbahnt zwischen den beiden. Also es wird mal angedeutet, aber da wird auch nichts raus. Also es gibt halt einfach keine emotionale Tiefe hier drin. Ja. Es ist großer Schwachsinn. Aber irgendwo zwischen all diesen extrem nervigen Slow-Mos steckt ein unterhaltsamer Film drin. Und für diese wenigen Momente, in denen man sich hier über irgendwas freut, lohnt es sich doch, finde ich, einen Kinobesuch mal zu wagen, in meinen Augen. Nichtsdestotrotz muss ich halt auch sagen, ich weiß nicht wieso, aber ich freue mich auf irgendwie noch, was da kommt, was ja, da so angeteased wird und alles. Aber ja. Man muss halt auch objektiv da rangehen und sagen, es ist ein dummer Film und deswegen gibt es von mir ein liebgewollte 4 von 10 Punkten. 4 von 10? Oh, das ist schmerzhaft. Ja, es ist schmerzhaft, aber ja. Ich fange mal direkt, dann gehe ich mal zu meinem Fazit über. Ich fange mal direkt mit der Frage an, die wir wahrscheinlich im Titel des Videos gestellt haben. Ist das der schlechteste DC-Film von allen? Nein, auf gar keinen Fall. Mitnichten. Also Wonder Woman 1984 kann eh nicht unterboten werden, das ist unmöglich. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das größte Problem für mich, was diesen Film angeht, Black Adam, ist, dass er belanglos ist, dass Figuren, die einem egal sind, einfach, also die sind einem egal, weil sie da so hingeworfen werden, ohne sie in irgendeiner Form einzuführen. Und ich glaube, dieser Film hätte durchaus vor 10, vor 15, vor 20 Jahren Maßstäbe gesetzt und mich auch begeistert. Als The Rock die Arbeit daran aufgenommen hat, war das wahrscheinlich noch wirklich kreativ und außergewöhnlich. Jetzt fühlt es sich aber wie Superhelden-Schema F an, wie einfach nochmal warm gemachte alte Tomatensuppe. Das größte Problem für mich ist auch, dass der Film dem Publikum nicht mal den kleinsten Gedanken zutraut, dass per Voice-Over und in Dialogen alles wirklich expositorisch einfach bis zum geht nicht mehr auserklärt wird. Und ich muss sagen, so im Endeffekt, es ist auf jeden Fall ein Film, den ich gesehen habe. Ein Geh ins Kino, Film, Movie, wie Harry Styles es so schön sagt. Rein ins Hirn, raus aus dem Hirn. Und das ist, finde ich, ein ganz bitteres Urteil. Aber die Action lenkt tatsächlich von den Schwächen ab. Vor allem das unglaubliche Tempo dieses Films. Gleichzeitig bin ich bei dir. Du hast den Film dumm genannt. Ich finde immer, das ist ein extrem hartes Urteil, gehe aber fast mit, weil ich finde, dieses Übererklären von Dingen geht mir tierisch auf den Geist. Also wenn man da wirklich sitzt und ich nach der dritten Erklärung mir schon denke, ja, kommt, Leute, ich hab's kapiert, ich weiß, dass man unter Wasser nicht reden kann. Hier wird so das offenbart halt auch einfach, wie wenig vom Publikum hier abverlangt wird und wie halt auch viele Menschen geködert wurden mit, oh, das wird ein total brutaler, krasser Actionfilm, aber im Prinzip die jüngsten Kids ja auch mit angesprochen werden sollen und wirklich in die ganz, ganz breite Masse. Und das geht halt irgendwie nicht auf. Dieser Film will einfach zu viel, habe ich das Gefühl, an ganz vielen Ecken. Im Endeffekt finde ich ihn hektisch, repetitiv, ermüdend. Und das finde ich so schade, weil DC ja auch beweist, dass sie so viel mehr können mit dem neuen Batman-Film, mit Suicide Squad, mit Peacemaker und Joker und so weiter und so fort.
Ich sehe nämlich auch schon die Argumente von den Leuten, die uns irgendwie Hate oder Negativität vorwerfen, wie, nicht jeder Film muss ein Meisterwerk sein, nicht jeder Film muss das Rad neu erfinden, manchmal muss man auch Filme gucken, für die man das Hirn ausschalten muss, dieser Film wurde für die echten Fans, für Comic-Fans gemacht und so weiter. Im Endeffekt finde ich trotzdem, dass dieser Film nicht gut ist, muss ich einfach ganz offen sagen. Ich sehe auch schon The Rock Instagram-Posts schreiben aller, ja, die Kritiker und Kritikerinnen, die haben den Film nicht gemocht, aber ich liebe ihn trotzdem. Wir haben viel Herzblut reingesteckt und dann sind ganz viele Leute in den Kommentaren darunter, die ein Herz oder Bizeps oder Flammen-Emojis machen und sagen, oh, die Kritiker haben keine Ahnung, ist ein fantastischer Film und so weiter. Bin aber voll bei dir, ich habe keine Ahnung, was DCEU da gerade mit Black Adam vorhat. Und nichtsdestotrotz finde ich nicht, dass dieser Film eine Katastrophe ist. Ich glaube schon, dass man mit ihm seinen Spaß haben kann und im Kino auch unterhalten wird. Und irgendwie, irgendein kleiner Teil von mir ist auf eine ganz abstruse Weise, für die ich mich auch so ein bisschen schäme, freut sich dann auch auf alles, was da noch mit Black Adam kommen wird. Ich meine, es war überall in den Schlagzeilen, Man of Steel 2 wurde quasi angekündigt. Und auch wenn ich Black Adam jetzt nicht so prall fand, irgendwie freue ich mich darauf. Bin aber, was diesen Film angeht, wirklich bei dir bei der Wertung. Zumindest in der Nähe. Und vergebe 5 von 10 Punkten. Ja. Das war ein langes Fazit, das tut das mir leid. Das war ein langes Fazit, aber mein Fazit ist, ich werde mir den kein zweites Mal angucken. Also für die wenig guten Szenen lohnt es sich nicht. Aber einmal auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und deswegen, abonniert Cinema Strikes Back, wenn ihr Filme mögt, wenn ihr gerne Reviews guckt zu Filmen. Und ich empfehle euch auf jeden Fall ein Video unserer Kollegen von Crisis. Da geht es um einen Biergarten mitten in Kurdistan, Irak. Wirklich super spannend. Oder schaut euch unsere Thor Love and Thunder Kritik an. Da habe ich über den neuesten Marvel-Film gesprochen. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Shazam! Tschüss.